Das absolut verstörendste SpongeBob-Marketing jemals. Auf einer Comic-Con im Jahre 2006 konnte man exklusiven SpongeBob-Merch erwerben. Jedoch mit einem kleinen Haken. Dieser Merch war nämlich eine Zusammenarbeit mit Thomas die Lokomotive, SpongeBob, Patrick, Thaddäus, Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube, aber auch ein paar DC-Comic-Helden wurden in absolute Monster verwandelt. Laut dem Marketingleiter Mike Pesos wollte man mit der Aktion Thomas wieder relevant machen. Hat ja super geklappt. Heutzutage sollen die Lokomotiven jedoch echt teuer sein und für viel Geld weggehen. Aber wisst ihr, was kostenlos ist? Diesen Channel zu abonnieren.